Der Flug zur Hölle ist wirklich das perfekte Futter für Fans von klassischen Universal Pictures Monsterfilmen. Ursprünglich auf DVD veröffentlicht von Anolis im Rahmen der Galerie des Grauens, gibt's den Film jetzt auch in High Definition auf Blu-ray und in meiner Meinung nach für das Alter absolut hervorragender Qualität. Zum Film selbst kann ich nur sagen, was Universal an Special Effects auffährt bei dem Film ist absolut großartig. Ursprünglich hätte der Film ja ein A-Movie werden sollen, in Farbe gedreht, mit großem Budget, aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach hätte das dann wahrscheinlich im Endeffekt nur die Hälfte von dem Charme versprühen können, die der Film so hatte. Die Bildkompositionen, die Arbeit mit Gummi-T-Rexen und vor allem auch mit einer echten Echse, die unsere Gruppe in schön projizierten und zusammen kopierten Bildern über die Insel jagt, ist absolut fantastisch und sorgt dafür, dass jeder Fan von klassischen Monsterfilmen ein Grinsen auf die Lippen bekommt, was allerdings für mich persönlich dieses Grinsen zu einem Teil wieder nach unten bringt, ist die Tatsache, dass es Universal Pictures notwendig befunden hat, Tiersnuff im Sinne von zwei bis zum Tod kämpfenden echten Echsen für den Film zu verwenden. Das ist in meinen Augen nichts, was ansatzweise in Entertainment was zu suchen hat. Abgesehen davon, muss ich zugeben, dass auch die Schauspieler relativ cool gewählt wurden, vor allem der Typ, der Hunter spielt, ist meiner Meinung nach absolut großartig, sodass, wenn man über diese eine Sache hinwegsehen kann, man auf jeden Fall als Fan solcher Filme bei Flug zur Hölle nichts falsch machen kann.